In die Sanduhr, da kommt Sand rein. Und links, das ist mein Standbein. Ich kann auch amüsant sein. Mit Landwein. Landwein, das macht betrunken. Landwein, das trinken Halunken. Vom Turm, da kannst du funken. Im Dunkeln. Jetzt hab ich das L vergessen. Das R, aber ich lass mich hier ja nicht stressen. Meine Schwester, die wohnte in Hessen. Stattdessen, juhu! Am Himmel der Reiher, er reiert, weil er hat zu viel gefeiert. Preise überall überteuert. Und dieses Lied, das ist bekloppt. Aber das macht nichts, weil Stumpf ist Trumpf in diesem Staat, wo Kultur nur den einen Sinn noch hat, dir das Hirn zuzuscheißen, voll Teufeligkeit. Stumpf ist Trumpf und alle machen mit. Stumpf ist Trumpf auf RTL Plus, bei ARD und ZDF ein deutscher Hochgenuss. Stumpf ist Trumpf, Konsum macht frei. Stumpf ist Trumpf und du bist mit dabei. Stumpf ist Trumpf in diesem Land, wo die Fantasie schon 10.000-fach verbrannt von Thomas Gottschalk euch erzählt, wann ihr lachen müsst, wenn jeder Bundeskanzler sagt, was sonst noch Sache ist. Stumpf ist Trumpf in diesem Staat, wo Kultur nur den einen Sinn noch hat, dir das Hirn zuzuscheißen, wo Teufel geht. Stumpf ist Trumpf und alle machen mit. Und jetzt alle? Nun kommt eine Geschichte aus Kreuzberg. Eine recht schöne Geschichte. Auch wenn sie ein bisschen noch voraussetzt, dass ich mochte den Heinrichplatz mal viel lieber leiden als jetzt. Weil, als ich früher da auf dem Gehweg gesessen habe, auf dem Kantstein, da konnte ich immer noch über den Heinrichplatz rüber gucken. Jetzt ist da mal alles voll geschissen mit Autos. Aber es ist nicht der einzige Grund. Mittlerweile haben sie ja diese Schankverordnung da durchgesetzt und man darf dann nur bis 10 noch draußen Bier trinken. Und alle machen das auch. Meistens. Bis auch manchmal, wenn man Dosenbier in der Hand hat und Konzert im Esso ist. Und dann ist wieder alles wie früher. Dann zündet irgendjemand eine Matratze an. Und dann kommen die Bullen. Und dann kommt der Glascontainer auf die Straße. Den haben sie immer noch nicht angekettet. Das kommt auch noch. Oder vielleicht hängen sie ihn bald in 2 Meter Höhe und man kann nur noch mit einer Leiter daran, die man sich da vom Café Jenseits ausleihen muss. Und das auch nur unter Abgabe des Personalausweises. Was weiß ich denn? Meine Geschichte ist jedenfalls noch ein bisschen anders. Da habe ich wieder ein bisschen vor mich hingeträumt. Übrigens, Ecke und Suse, ich nehme immer nur das eine Akkordeon. Also ich muss es sagen, sollt ihr oben hören das? Weil nämlich, das klappt gut mit dem. Weil normalerweise hängt D, das ist der Ton, der hängt. Deswegen habe ich das aufgeschraubt. Wenn er hängt, muss ich nur so machen, ist er wieder drin. der.